Ha, Junge. Ha, ha. Nicht lachen, du bist besser. Dumme Kuh! Ja, standen! Mein Gott! Fuck! Ach, danke! Oh. Ich glaube, ich werde den Part dann auch beenden. Na, dann fall in die falsche Richtung.
Arsch. Piep. Ah, jawohl. Chat. Falsch. BTF? Hat mich doch gefunden. Nein? Dummes Weib. Fuck. Jawoll, Straße. Oh, der Stadt gewonnen. So, jetzt kommt Canyon Duell, damit ihr das auch mal seht. Der Canyon verlangt dein ganzes Können. Fordert dich ein Boss heraus, musst du hier gegen ihn antreten. Im ersten Lauf fährt der Boss vor. Setz ihn unter Druck, sei aggressiv und bleib die ganze Zeit dicht hinter ihm. Je näher du dran bleibst, desto besser. Nach dem Rennen fahrt ihr dieselbe Strecke nochmal, aber dieses Mal wirst du verfolgt. Ist der Boss der bessere Verfolger, hast du verloren. Ach ja, wird einer der Wagen überholt oder stürzt die Klippe runter, ist das Rennen zu Ende. Du kannst ein Canyon-Duell nur gewinnen, wenn du es bis zum Ende der Strecke schaffst. Das mit dem Überholen stimmt nicht ganz, man hat nicht direkt gewonnen, sondern ich habe nicht verloren. Du musst 10 Sekunden vorne bleiben. Ob man verfolgt wird oder nicht. So. Unser schönes Auto. Und mal bitte kurz Bremse. Come on! Mach! Nein, mit ich hab den Gegner überholt. Ich muss vorne bleiben, dann hab ich... Da. Hi! Ja, und wenn ich verfolge... und ich die... befriede... dann gibt's 5000 Punkte Abzug. Und wenn die mich berührt, während ich... abhau... dann bekomme ich 5000 Punkte. Jetzt... bin ich echt... Mordsgang. Fuck, die fährt gegen den Berg hin. So, was mach ich? Ich mach grad hinterher. Und das war scheiße. Mann. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, ja. An meinem Arsch. Oh nein. Jetzt bleibt es so.
Ah ja, und wenn man, Alter! Jawohl, 5000. Ja, also wenn man der Typ ist, wenn man abhaut und man hat einen gewissen Abstand erreicht und 10 Sekunden den Abstand behält, dann hat man auch automatisch. Ich weiß nicht, ist aber 80 oder so. Knappe Kiste, das ist... Wow. Danke. 50.000. 50.000 Punkte, vielen Dank. Ja, damit habe ich es. Hahaha. Usa. Ja, und jetzt haben wir einen... Das freischaltet eine Dodge Charger R-T, / T. Und Zwischensequenz. Aussuchen. Ich nehme ja nicht so wild, das hin. Für Symbole gibt es, für diese Symbole gibt es zum Beispiel Karosserie-Kits, Dachspoilerfelgen, Motorboot, Spoiler-Upgrades. Und hierfür gibt es eigentlich nur einzigartige wie Gavinius. Ich nehme immer solche zufälligen. Und ich bekomme... Ah, ich habe den Fahrzeugschein vom Boss bekommen. Jetzt habe ich ihr Auto bekommen. Was nehme ich jetzt? Ich nehme das da. Und jawohl, 10.000 Dollar gewonnen. Das ist geil. Zwei perfekte Sachen. Hey, ich habe das Rennen gegen Angie gesehen. Du bist echt ein Zauberer hinter dem Lenkrad. Nikki hat mir deine Nummer gegeben und gesagt, du suchst eventuell nach Leuten für deine Crew. Falls ja, findest du dich beim Fahren. Okay, ich wollte... Stadtball! Ich wollte sagen... Ja, also den Fahrzeugschein vom Boss. Jetzt habe ich ihr Auto bekommen. Dass ich zu Geld machen kann, was ich auch machen werde. Denn ich... Ups, aua. Denn ich mache mir lieber meine eigenen Autos auf. Verkaufe die vom Boss. Und 10.000 Dollar, das ist eigentlich die zweitbeste Prämienkarte, die man bekommen kann. Denn jetzt habe ich 10.000 Dollar geschenkt bekommen. Naja, sozusagen geschenkt. 1.500 Dollar eben nicht ganz geben. Und jetzt kriegen wir noch einen Partner. Die kommen wir immer, wenn wir die Kosten haben. Und danach werde ich auch einen Partner. Ja, ich bin gleich da. Wow, wow, wow. Schön, dich hier zu sehen. Hör zu. Ich weiß, du willst deinen Ruf aufpolieren, aber dann bist du auf Hilfe angewiesen. Erinnerst du dich an das Rennen, als du verschwunden bist? Da ist irgendwas faul gewesen. Ich war auch da. Ich war an der Ziellinie, um mir alles anzusehen. Da wurde viel über dich geredet. Und überall war Polizei. Plötzlich war die Straße geräumt. Er lässt dich fahren und bleibt einfach stehen. Das Ding ist, der Typ am Steuer hat eine Marke am Gürtel. War doch klar, die Cops hatten einen Plan und du warst der Dumme. So sieht das aus, mein Freund. Weißt du, ich kann mich auf mein Gespür verlassen. Ich würde sie am liebsten ablocken. Und ich nehm's mit jedem auf. Werde.
denn ich behalte Cell Nutella. Ja, ist ja klar, weil ich finde Scouts besser. Hey, habe ganz vergessen zu sagen, dass jeder neue Boss eines Gebiets ein großes Rennen veranstalten muss. Sowas zu organisieren kostet eine Menge Geld. Aber dafür kommen alle Fahrer aus der Gegend vorbei. Sieh dir das in deinem Unterschlupf mal an. Die Fahrer hier warten schon. Ja, ja, bla bla. Okay, ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.